Jetzt haben wir ein Schaufelrad, aber er hat keinen Strom mehr. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Ja, das haben wir jetzt gerade sabotiert, ne? So. Was kann ich hier machen? Rausgucken. Wow. Achso. Ja, dann. Was haben wir hier noch? Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Ja, vor allen Dingen, weil wir hier im Baumhaus sind. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Oh, okay. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Selbstschutz? Oder dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Was denn für Illustrierte? Playboy oder was? Okay, sonst haben wir hier jetzt erstmal alles, glaube ich. Eventuell, wir gehen mal wieder runter. Der erzählt ja nicht viel. Wie lange braucht ihr denn, um da runter zu gehen? Das sah gerade schön aus mit der Sonne. So, hier, ach guck mal, hier gibt es noch eine Glühbirne. Die paar Früchte wird niemand vermissen. Eine Bank? Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Ja. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Und hier gab es jetzt auch nichts mehr, oder? Was kann ich hier noch machen? Achso, pfeifen. Warte mal. Ich kann noch pfeifen. Und jetzt? Kann ich die jetzt... Kann ich mit den Vögeln irgendwas machen? Na ja, gut. So, die Vögel sind weg. Kann ich da jetzt irgendwie... das Ganze reparieren? Das sollte als Schaufelrad reichen. Ja. Viel zu eisig zum Schwimmen. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Hier vorne hat es einen Leck. Aber immerhin habe ich schon ein neues Schaufelrad besorgt. So, was fehlt denn jetzt noch? Also das Ding... Viel zu eisig zum Schwimmen. Das gibt's doch nicht. Muss ich nochmal mit der Dame reden? Wir gucken nochmal hier. Jetzt habe ich hier eine Birne. Vielleicht kann ich die ja auch mit... Ach, Vitamine. Ja klar, Vitamine. Hey, Sweetheart. Hallo. Guten Abend. Okay. Ich muss kann ich nichts weitermachen? Wir gehen mal hier weiter rüber. Da konnte ich auch nichts machen, ne? Egal, komm. Vitamine und Naschen. Kommen Sie ran, der Herr? Ja. Na gut. Mist, ich habe hier keine Option. Naja, das war ja schon mal... nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Den kann ich auch nicht wegklicken. So. Ja, aber... Ich kann hier leider keine Vitamine essen. Mist. Ahoi! So. Was ist mit... Tja, ich möchte dank der Barmherzigkeit und auch sicher... Das hat man alles schon.
Wenn sie... Wieso? Das habe ich meine Mutter... Also, das ist verfragen. Ich muss... Okay, kann ich hier doch irgendwas machen? Ich habe schon genug. Kann ich ihm noch eine Birne anbieten? Ich weiß nicht, wer hier eine Birne haben will. Mein Herr? Herr Tan! Die Freude ist... Nee. Es war mir eine... Bis bald! Er vielleicht? Jetzt? Lass mich nur noch kurz auf Betrieb. Okay, der auch nicht. Da konnte ich nichts machen. Hier konnte ich nichts machen. Wenn ich eins nicht leiden kann. Was? Ich brauche noch irgendwas? Ich weiß aber gerade nicht was. So, die ist nicht mehr da. Was habe ich jetzt angeklickt? Man muss eine Münze einwerfen. Ach ja, Münze, siehst du mal. Mit dem Ding fahre ich. Ach, Leute. Dieses ewige Hin- und Hergelatsche. Ich weiß nicht, hätte ich den Typen auf dem Baum eine Birne anbieten sollen? Trude? Hallo, Prof. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Ach so. Es handelte sich um ein Missverständnis. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Okay. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte... Ja, ne... Okay, sag den Namen... Okay, ach, schon. Wir schon. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich... Gut, hier komme ich immer noch nicht rein, ne? Verschlossen. Nein. Gut. Kann ich hier noch was machen? Eine Birne hinstellen? Ne, da kann ich nur was aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte das Buffet nicht... Gut, hier kann ich auch nichts machen. Kann ich ihr eine Birne geben? Sie ist wieder in ihrem... Okay, wir gehen nochmal hoch. Eventuell... Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier machen musste. Ja... Ein Ektoplasma in... Das kann ich alles nur anschauen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, die Theorie kennst du ja bereits. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal und projiziert eine metaphasische Projektionsmatrix. Präzise, durch gerichtete Tachyon, dass sich das Portal ein Riss... Das ist dann... Ich dachte mir... Wie ist die Lage? Geht so. So... Du sagst das so, als ob wir alles falsch machen würden. Lass es mich so sagen. Du wirst Common People erst richtig genießen, wenn du es... Okay. Darf ich... Ja? Zweite Dulle sticht die erste? Sieh mal, natürlich, darauf kommt... Tipptopp. Hä? Wie ist die... Geht's? Okay, kann ich hier noch? Darf ich... Ja? Wovor musstest du denn fliehen? Jemand hat unseren... Ich möchte ein... Ach so, ich wollte wissen... Ach, schon... Genau, ich wollte eigentlich wissen, welcher Planet, aber das hat er ja auch nicht gesagt. Wegen... Ja? Ich habe leider völlig den Überblick. Am besten guckst du dir den Plan... Wir brauchen eine Energiequelle. Am besten wären wir in meiner Dimension, hätte ich vorgeschlagen, eine dieser... Aber die Möglichkeit... Puh. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Klein genug. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte... Da war ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur. Verstehe. Dann noch ein potentes Kühlmittel. Ach, irgendwelche Wasser. Okay, ich bin... Okay, also meine Güte. Boah, ich wüsste jetzt gerade mal überhaupt nicht, wo wir was herbekommen. Außer aus dem Fernseher. Hab ich noch irgendwas übersehen? Was ist das denn hier?
Ein Auszug aus Tomklins Notizen. Draußen feiern sie. Ja, da kann ich auch gar nicht mehr aufmachen, ne? Okay, dann hat sich ja das schon mal erledigt. Also hier ist nichts zu tun. Irgendwie muss ich diesen Fernsehapparat auseinander. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Ja. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Ach komm, still. Da ist eine braunsche Röhre. Aber das bringe ich nicht. Eine neue Episode von... Irgendwie muss ich die dazu bringen, rauszugehen. Sie ist wieder in ihr... Hey, wie soll ich denn das machen? Da ist eine braune... Aber das... Das gibt's doch nicht. Trude? Hallo, Prof... Konnten Sie mein... Was meinen... Ihren... Vergessen Sie. Ich muss weit... Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas ich übersehen? Da... Schild hier, was ist das denn hier? Für Service bitte. Achso. Mist! Tja. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee. So, vermutlich an dieser Stelle gab es gerade einen Schnitt, denn ich habe hier bestimmt eine halbe Stunde rumgesucht, was ich denn jetzt machen muss. Und das will ich ja niemandem antun. Ja, was ich jetzt rausgefunden habe, hier habe ich ganz vergessen. Oder ganz übersehen. Und da kann ich die Vögel drauf pfeifen lassen. Und dann... Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Dass die Antenne fast abbricht, leider nicht ganz. Das hat mich jetzt auch noch nicht so weitergebracht. Das andere, was ich aber noch völlig übersehen habe, ist schon mal nicht hier. Warum bin ich jetzt hier runter? Ach komm. Und zwar hat sich das Menü auf dem Tisch mal wieder geändert und da war ich noch nicht dran. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen blöd gemacht, dass man alles mehrmals untersuchen muss, immer wieder. Guck mal, jetzt haben wir hier irgendeine Soße bekommen. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Und ja, das war auch schon alles und so weit bin ich jetzt gekommen. So. Zum Glück wurde das nicht vorher gespeichert, weil ich es abgebrochen habe. So dass ich es jetzt nochmal zeigen konnte. Und was ich jetzt mit der Soße mache, weiß ich nicht. Die einzige Idee, die ich damit habe, und das werde ich jetzt mal probieren als erstes, ist dieses blöde Paddelding da zu kleistern. Oder so. Hier. Mehr fällt mir da nämlich... Ach, guck mal, das geht nämlich auch. Siehst du? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Und dann müssen wir wohl noch die Schwimmdings da dran bringen und dann funktioniert das. Hoffe ich doch. Das sollte das... Hey, warum macht der das nach oben? Hä? Okay, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Viel zu eisig zum Schwimmen. Und das muss ich gar nicht dran machen. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal, ob schwimmen können. Oh, alles klar. Hä? Okay. War jetzt nicht animiert. Aha! Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Da hängt eine Leiche. Was kann ich denn hier machen? Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Hä, was will ich mit dem Ding machen? Ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Was will er damit versuchen? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich habe hier so einen Mülleimerdeckel, ist das doch, oder? Soll ich das als
Goldwäscherpfanne benutzen oder was? Mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Außer das, was ich gerade gesagt habe. Ist ja immerhin was. Betreten strengstens verboten. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Was? Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Ich hole da jetzt nicht die Vögel. Was ist das, ein Mammut? Ein Theropode. König der Saurier. Gestorben vor über 70 Millionen Jahren. Kann man sich nicht vorstellen. Ist das ein T-Rex oder was? Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Okay. Komm, hol mal die Vögel. Für irgendwas müssen diese Vögel doch gut sein. Wenn die schon nicht... Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Doch, ich hatte aber geguckt. Also, die machen die Antenne leider nicht ganz kaputt. Hey, was soll das bringen jetzt? Jetzt mach doch mal was, Vögel. Ich bin echt gespannt, ob das echt nur so ein Running Gag ist mit den Vögeln. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal hier. Wer ist das? Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. Habe ich dem jetzt die Gummistiefel geklaut? Ernsthaft? Was kann ich da noch machen? Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Yeah. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Vielleicht war es einfach nur ein Fischer, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil verirrt hat. Toll gesprochen. Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Ach, ich kann noch nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Natürlich. Hä? Ein rostiger alter Schlüssel. Sekunde mal, kann ich mit dem Schlüssel endlich in den Keller? Ist das der Opa? Verzeihung? Verzeihung? Versuche ich gerade mit dem zu reden? Bist du doof? Armer Kerl. Ich kann leider nichts mehr gucken. Verzeihung. Armer Kerl. Nee. Hätte ja also Identität klären ist scheinbar nicht so ganz. Was war hier? Noch so ein Bienenstock oder was ist das? Verschlossen. Was ist das denn? Pilze. Ich komme von hier leider nicht ran. Ja, was? Ach, gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Warum denn nicht? Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ich komme von hier leider... Aber ich werde diese Pilze doch sicherlich brauchen. Pilze? Wie schön sie leuchten. Ja, die sind bestimmt radioaktiv. Nein, oder psychoaktiv. Irgendwas schimmert grünlich. Ich weiß nicht, ob ich da so nah rangehen würde. Mir ist schlecht. Irgendwas schimmert grünlich. Okay, hier ist sonst auch nichts mehr. Hier kann ich noch rüber. Hier haben wir nichts mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie ich komme von hier leider. Ja, ich komme nicht ran an die Pilze, ich weiß. Und das kann gute Idee, Hans. Nicht kombinieren. Das Schild, ja komm, wir gehen wieder rüber. Ahoi! Ich glaube, wir sind verstrahlt. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Wir leuchten tatsächlich grün. Das ist, ach so. Ich habe übrigens das Boot repariert. Sie haben das Boot repariert? Wie kann ich Ihnen nur danken? Nicht nötig. Gib mir nein, Geld. Nein, nein, ich bestehe drauf. Dann kann ich vielleicht mal durch das... Nehmen Sie das hier, als Zeichen meiner Anerkennung. Gucken. Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Was? Danke. Was? Was? Wo ist die Postkarte? Wie funktioniert denn das?
viel zu eisig. Hä? Wie geht denn das mit der Postkarte? Nee, so nicht. Ich muss mal eben testen, wie das mit... Doch, warte, ich guck mal, ob das... ich dachte... Finde ich mich besser zurecht? Ahoi! Nö. Gute Idee. Hä? Was ist das? Ich dachte, das wäre vielleicht irgendein Schnellreiseteil. Oh, es ist ein Schnellreiseteil. Was war denn da? Was? Was haben wir hier denn alles für Orte? Hä? Was macht sie denn auf einmal hier? Warte. Hallo? Ich will mit dir reden, Kollege. Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Danke nochmal. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase, wenn ich das so sagen darf. Hier, nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Was? Vitaminpillen? Si, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später. Oh mein Gott. Sekunde mal. Vitaminpillen. Jetzt können wir doch... Wir sind ja... Nee, sag nicht, wir sind jetzt wieder normal. Ich dachte, damit könnten wir eventuell... Den Hau den Lukas. Vielleicht sind wir jetzt Hulk. Der grüne Hulk. Ach, hier bin ich. Oh Gott. Okay, ich muss nur mal gucken. Da komme ich jetzt auch hin? Okay. Was ist das hier? Und was ist das hier? Oh. Okay. Ahoi! Das ist unten am Strand. Das ist die Stadt. Am Strand vor allen Dingen. Am Ufer. Okay. Geh nochmal hier. Juhu, vielleicht weiß nicht, ob die noch was zu sagen hat. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Okay. Ich muss weiter. Wir gehen mal weiter. Ach, kommt jetzt jedes Mal die Karte. Hör auf. So, kann ich jetzt die Vitaminpillen hier nehmen? Warte mal. Ja, guck mal, mit Vitamine. Und Naschen. Kommen Sie ran. Der Herr... Wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Ich bin gar nicht mehr grün. Na gut. Ja. So, jetzt aber. Mit Vitamin. Aha. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Vielleicht kann man damit ja was... Ein echtes Schmuckstück. Danke. Vielleicht kann man den ja gebrauchen. Voll das schwere Teil. Hier kann ich immer noch nichts machen. Lass mich nur noch kurz auf... Okay, wir müssen immer noch auf Betriebstemperatur kommen. Wir gehen mal eben hier rein. Hier rein. Come on. So, jetzt würde ich ja fast mal gucken. Achso, nee, ich guck mal, ob hier ist. Ein Schlüssel. Ja, ein Schlüssel. Passt perfekt. Guck mal an. Sollte ich dann vielleicht mal mit ihr sprechen und ihr Bescheid geben? Trude? Hallo, Professorchen. Konnten Sie mein richtiges... Was mein... Mein... Ihren... Vergessen Sie es. Okay. Konnten Sie mein... Was nein, Ihren... Nein, ja, hatten wir ja schon. Und hier? Ja, natürlich. Was können Sie mir über Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der Bruder ganzen war Arbeit. Das. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase,
Und immer diese gelben Gummistiefel. Oh. Warum fragen Sie? Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Ach so. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Mhm. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Mhm. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Ja, okay. Kann ich noch was fragen? Ach, schon okay. Gut. Ich muss fühlen Sie. Gut, haben wir das wenigstens erledigt. Jetzt bin ich gespannt, was der Bruder da unten versteckt. Beverly, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjoghurt herabgestiegen ist. In den was? Ich kann kaum etwas sehen. Ja, ich auch. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Ah, ich habe die Glühwürmchen, ne? Hallo? Zum Glück habe ich Glühwürmchen, aber... Ja, was ist das für eine komische Treppe? So, es ist doch kein Keller hier, das sieht aus wie ein Brunnen, oder... Wie tief es hier runter geht. Holy shit. Malz, mach mal Licht. Warum hole ich mir jetzt Malz? Trüberbräu-Pilzbier. Trüberbroker feinste Trockenhefe. Brauche ich auch, oder was? Was will ich mir denn nochmal basteln? Trüberbräu-Pilzbier. So langsam habe ich ja viele Sachen, die man zum Basteln nutzen kann. Guck mal, noch... guck mal, zwei Stück. Damit komme ich doch über den Fluss und dann kann ich die Pilze mir holen. Ich wüsste nicht, wie hier irgendwas brennen könnte. Vielleicht mit Feuer, du Flöte? Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin. Was haben wir denn da? Es ist ein Rezept für Bolzenschuss-Schnaps. Streng geheim. Mal sehen. Früchte, Malz dazu, Hefe zugeben, mit einer Prise Schlummermorchel abschmecken. Klingt ja einfach. Jetzt sag mir mal, warum das hier auf Englisch ist. Wurde da irgendwas vergessen zufällig? Ja gut, wir haben alles außer die Schlummermorchel, ne? Es ist ein Rezept für Bolzenschuss. Frucht habe ich. Da habe ich ja den Apfel oder Birne. Die Birne, die wie ein Apfel aussieht. Früchte. Malz, Hefe und die Schlummermorchel. So, und sonst kann ich hier nichts machen in dem Keller. Erstmal Feuer machen. Ja, mach auch etwas, um das Gas zu entzünden. Habe ich nix? Ich... Trüberbräu-Pilzbier. Gut. Dann gehen wir wieder hoch.